Ich bin Tim Schroeder und ich möchte das Wohnprojekt Wohnkultur vorstellen. Die Gruppe existiert seit 2012. Ich bin seit 2013 dabei, ziemlich lange. Die Gruppe besteht momentan aus ungefähr 50 Menschen. Ja, manche sind länger dabei, manche weniger. Wir haben eine Zusage für den Kulturcampus in Bockenheim. Da werden wir hoffentlich alle zusammen wohnen. Darauf freuen wir uns. Die Gruppe heißt Wohnkultur, weil wir mehr Kultur quasi in die Stadt, ins Stadtleben reinbringen wollen. Wir haben verschiedene Ideen, wie wir das machen würden. Und diese Ideen widerspiegeln im Prinzip die Wünsche und die Interessen der Gruppe. Es ist alles Mögliche dabei, zum Beispiel Musik, Musik für Kinder, Musik für benachteiligte Kinder, auch fremdsprachige Veranstaltungen. Alles, was wir machen wollen, wollen wir für uns und auch für das Quartier machen. Wir wollen das quasi ins Quartier hineinbringen. Für mich das gemeinschaftliche Wohnen, es geht darum, Gemeinschaft zu schaffen. Ich würde das auch bezeichnen als mehr und bessere Nachbarschaft zu machen, zu kreieren. In der Stadt, genau dort, wo man wohnt. Das ist wichtiger denn je, weil wenn man in der Großstadt wohnt, ist es einfach verloren zu gehen, sage ich mal. Und beim gemeinschaftlichen Wohnen, es geht darum, genau das entgegenzuwirken, dass mehr Gemeinschaft entsteht. Ja, guten Tag. Wir sind chinesisches gemeinschaftliches Wohnprojekt Zona Shai. Ich freue mich, mit den Leuten heute zusammen. Unser Projekt seit 2012 machen wir mit 30 Familien, 50 Personen dieses Projekt. Das ist ein großes Projekt. Warum machen wir dieses Projekt? Weil wir möchten nicht alleine. So besonders gegenseitige Hilfe, das ist unser Ziel. Ja, hallo, wir sind die Gruppe Mosaik am Erlenbach. Erlenbach ist ganz am äußersten Norden von Frankfurt, gehört zum Stadtteil Niedererlenbach. Und wir möchten dort gern ein Projekt für gemeinsames genossenschaftliches Wohnen errichten. Das hat jetzt schon einen langen Vorlauf über viele Jahre. Wir haben viel Geduld gebraucht, um jetzt endlich zu dem Punkt zu kommen, dass ein Baugebiet ausgewiesen wird von der Stadt. Und darauf freuen wir uns sehr. Die Offenlegung des Planes soll Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres erfolgen. Unsere Gruppe existiert, wie gesagt, schon sehr lange. Wir sind alles Menschen, die oder fast alles Menschen, die in Niederalmbach leben, schon lange und auch dort gut vernetzt sind, zum Teil in den einzelnen Vereinen Mitglied sind und so weiter. Wir sind im Wesentlichen ältere Menschen bisher. Die Jüngeren sind aufgrund des langen Vorlaufes längst abgesprungen. Und uns ist wichtig, dass wir im Alter selbstbestimmt wohnen können, dass wir uns gegenseitig helfen. Aber wir würden uns auch wünschen, dass Jüngere dazukommen, falls sich das ergibt. Ich bin Caroline, ich bin Teil des Wohnprojektes Laro 5. Wir sind ein Wohnprojekt, das in Offenbach-Bürgel Ende diesen Jahres ein Haus kaufen wird und hoffentlich Ende nächsten Jahres dort bereits schon wohnt. Ja, wir sind heute hier auf der Infobörse vom Netzwerk Gemeinschaftliches Wohnen. Wir sind super froh darum, dass es das auch hier in Frankfurt gibt und dass sozusagen wir aus Offenbach auch hier sein dürfen. Genau, vom Hausprojekt her suchen wir noch Menschen, die Lust haben,
mit uns in Offenbach gemeinschaftlich zu wohnen, uns ja, selbst zu verwalten im Mietshaus-Syndikatsprojekt. Und wir suchen auch noch Leute, die uns Direktkredite geben. Ende dieses Jahres brauchen wir 200.000 Euro. Genau. Und das ist sozusagen wichtig, um gemeinschaftliches Wohnen auf lange Sicht zu fördern. Hallo, ich bin Christa vom Mietwohnprojekt Zusammenhaus Linkeln. Das ist in Darmstadt. Wir sind ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Wir wollen gemeinschaftlich und nachbarschaftlich zusammenwohnen. Unsere zukünftigen Bewohner werden aus allen sozialen Schichten kommen. Wir haben nämlich frei finanzierte Wohnungen und auch geförderte Wohnungen. Ja, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Wir haben gestern eine Art Richtfest gehabt für unseren Rohbau, den man hier auf den Fotos sieht. Wir wissen jetzt, wie das Haus innen aussehen wird, wenn es mal ganz fertig ist. Und wir freuen uns alle auf den Einzug im Sommer 2021. Wir wünschen uns, dass wir in der Gemeinschaft, die wir jetzt schon bilden, in diesem neuen Stadtteil, der in Darmstadt direkt an Bessungen angrenzend entstehen wird, in guter Nachbarschaft mit gegenseitiger Unterstützung zusammenwohnen werden. Viele, die zu uns ziehen, wollen der Vereinzelung in den Städten entgehen. Deshalb suchen sie die Nähe zu gleichgesinnten Leuten. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das alles hervorragend klappen wird und freuen uns ganz riesig, dass wir schon so weit gekommen sind. Es hat Jahre gedauert. Wir waren jetzt 5 Jahre damit beschäftigt und endlich wird es wahr, dass es realisiert wird.